Ja, manchmal, da kann ich ehrlich zu dir sein, bin ich so ein richtiger Schisshase. Also ich hatte lange Zeit voll die Panik, wenn es ums Fliegen geht. Dann hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, meinen geliebten Job zu verlieren. Ein bisschen Angst hatte ich, dass die Mieter von der Wohnung, die ich gekauft habe, so böse Mieter sind. Und beim Tiny House hatte ich lange Schiss, dass ich das niemals fertig bekomme. Und zu DDR-Zeiten sagte man zu solchen Typen, die dauernd Schiss haben, Angsthase, Pfeffernase. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und mittlerweile, das kann ich dir erzählen, kann ich recht gut fliegen, habe meinen Job selber gekündigt. Mit dem Mieter, ich sag mal, von der Wohnung trinke ich ab und zu mal ein Käffchen. Und das Tiny House, okay, ein paar graue Haare kriege ich noch, aber das kriege ich auch irgendwann mal hin. Doch einen Vorteil haben alle diese Dinge, und zwar, sie sind spannend, laufen nicht immer perfekt und es kribbelt im Magen, wenn ich diese Sachen angehe. Und irgendwie ist es das, was ich Leben nenne. Und mit ein bisschen Planung, das habe ich festgestellt, bekommt man das Leben umso besser hin. Und genauso wichtig ist es dann, die Finanzen zu planen und immer nach vorne zu schauen. Und jetzt, wo so ein halbes Jahr vorüber ist, schauen wir mal ins kommende halbe Jahr. Lass uns einfach mal das Budget für 2024, das zweite Halbjahr, anschauen. Und ich kann dir sagen, es wird auf jeden Fall spannend. Also, wenn du jetzt wissen willst, ob ich meine 2500 Euro Dividende schaffen werde, was meine sieben großen Hauptziele des Jahres sind, wie sich der Forecast entwickelt, wenn ich sozusagen das Acker oder das Haus und den Acker verkaufe, oder in welchem Monat ich das allererste Mal finanziell frei bin, dann würde ich sagen, schnappe dir einen Pfefferminz-Zitronentee und nach dem Intro geht's direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sag mal so Themen, die so Cash in the Tash bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du wissen willst, ob meine Planung aufgeht oder ich auf die Schnauze falle, dann, falls es schon geschehen, lass ein Abo da. Und ich muss dir eins gestehen, ich liebe es ja, Videos zu machen. Also diese YouTube-Videos machen, am Anfang war ich so unsicher, das liebe ich wirklich, aber ich habe jetzt festgestellt, dass die Videos ganz schön lang geworden sind. Also manchmal ist in einem Video gleich mehrere Videos drin. Und eine Sache, die ich für das kommende halbe Jahr auch plane, ist es, mich da so ein bisschen kompakter zu halten und nicht ein Video zu machen, was wie das letzte Video mit den T-Shirts, ich kann dir mal hier oben verlinken, 40 Minuten geht, da traut sich ja kaum jemand, das zu schauen, so viel Zeit hat ja heutzutage gar keiner übrig. Und deswegen würde ich sagen, machen wir es diesmal ganz kompakt und gehen direkt an meinen Bildschirm, und da siehst du als erstes die Agenda, was kommt heute auf dich zu. Und zwar sprechen wir heute mal über die Ziele für das zweite Halbjahr 2024. Weil bevor wir in die Zahlen gehen, also so ins Excel gehen, erzähle ich dir einfach mal, was sind so meine sieben Hauptziele, was nehme ich mir vor für die zweite Jahreshälfte. Und da kannst du mir am Ende des Jahres sagen, Krishan, du warst gut, du hast es geschafft, oder Krishan, was hast du damals wieder erzählt? Hast du wieder irgendwas vorgenommen, was du nicht einhalten willst? Ja, dann schauen wir mal auf die bisherigen Ergebnisse. Da habe ich eine Komplettübersicht. Wie lief das Jahr 2024, das erste Halbjahr, also von finanzieller Sicht? Und dann erzähle ich dir, wie das Budget für das zweite Halbjahr entsteht. Es kamen nämlich immer die Fragen, wie machst du denn eigentlich dein Budget? Auf welchen Daten basiert das Ganze? Und das erzähle ich dir einfach mal. Und dann geht es in die extremen Excel-Exzesse. So habe ich es hier genannt. Das heißt ganz einfach, ich zeige dir mal einen Excel-Sheet, wo die ganze zweite Halbjahresplanung drauf ist. Und da gehen wir natürlich auf jeden Fall mal durch. Und dann schauen wir uns einfach mal noch große Einflussfaktoren an. Was passiert, wenn ich den Acker verkaufe? Was passiert, wenn sich dieses Haus doch verkauft? Und so weiter und so fort. Welche Einwirkungen oder welche Auswirkungen hat das auf die Kosten? Und zum Schluss gibt es noch ein paar wichtige Endbetrachtungen. Und nach 6 Punkten ist dieses Mal Schluss. Wir wollen das Video auch kompakt halten. Und ich möchte mich aber gleich am Anfang bei 3 Leuten bedanken, weil alle 3 haben einen kleinen Kaffee ausgegeben. Und zwar einmal der Steffen W. Vielen Dank für deine kleine Kaffeespende. Dann Sam Hund 5658. Da gibt es eine große Portion Dankbarkeit von mir. Und ein High Five gibt es an Kai, den Coach, der hat mir auch einen kleinen Kaffee ausgegeben. Also das ist ja Wahnsinn, 3 Kaffees in einem Monat ausgegeben. Das heißt, ich habe mir einen Kaffee gekauft und ein großes Stück Kuchen. Hier siehst du nochmal das Bild, so sieht das bei mir immer ungefähr aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal auf die erste Folie. Und die erste Folie sind die Top 7 Ziele für das zweite Halbjahr. Und treue Zuschauer wissen ja, Mensch, der Krishan, der macht jeden Monat, macht er sich 5 Ziele und guckt, ob er die dann erreichen kann. Und das ist auch wichtig. Das habe ich festgestellt, wer sich keine Ziele setzt, sich seinen Lebenserfolg verletzt, kann man jetzt mal an der Stelle so spontan sagen. Und ich sag mal, aus den monatlichen Zielen mache ich einfach jetzt mal 7 Ziele, die ich erreichen möchte im zweiten Halbjahr 2024. Und das erste Ziel ist, und treue Zuschauer wissen es, und ich kann es hier oben mal verlinken, der Umzug ins Tiny House. Und das sieht wirklich gut aus. Also wenn jetzt keine großen Katastrophen mehr dazwischen kommen und selbst wenn es sich noch einen Monat verzögert, sollte das, ich sag mal, im Juli, August, vielleicht noch ein bisschen Möbel räumen im September, aber irgendwann bin ich dann drüben und bin dann den ganzen Tag drüben und wohne dann drüben. Aber sobald das Internet und die Toilette funktioniert, sage ich, geht es dann langsam rüber. Und die Chance, dass ich das schaffe, steht bei nahezu 100%. Also da muss jetzt wirklich was schief gehen. Der zweite Punkt, den ich gerne in Angriff nehmen möchte oder was passieren soll im zweiten Halbjahr, ist der Verkauf der Äcker, weil wir haben in der Erbgemeinschaft zu diesem Haus, wo ich hier wohne, auch noch ein paar Äcker. Das ist jetzt nicht super viel, muss aber geregelt und verkauft werden. Und da habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, das über einen Makler zu machen. Und da kenne ich sogar, ich sage mal, Bekannten aus der Berufsschule damals, der sich darum kümmert und der wirklich Expertise hat. Und das wird jetzt quasi in diesen Tagen komplett abgegeben. Da wird sich drum gekümmert, da wird sich mit den Pächtern unterhalten und so weiter und so fort, weil
weil das schaffe ich jetzt aktuell, während ich das Tiny House mache und noch viele andere Sachen habe, schaffe ich das nicht. Und dass der Verkauf der Echo stattfindet, das ist sehr wahrscheinlich, hat er gesagt, weil Echo sind immer gut gefragt und wenn man die zu einem fairen Preis verkauft, dann werden wir die Echo los. Und da steht bei 90%. Dann ist natürlich noch die Frage, kann ich dieses Haus hier verkaufen? Dieses alte, kultige Bauernhaus mit allem drum und dran. Alt und kultig heißt, wer das kauft und möchte es komplett sanieren, muss natürlich auch einiges reinstecken. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, zu einem Drittel werde ich das Häuschen verkaufen. Und sollte ich es nicht verkaufen, das kann ich dir auch schon mal spoilern, werden die drei Garagen ein bisschen fit gemacht. Und da kann dann jemand, der ein Sommerauto hat, über den Winter sein Auto reinstellen. Und dann ist es wenigstens, ich sag mal, frostgeschützt. Dann so ein bisschen belohnen möchte ich mich auch. Es soll noch mal eine Woche an die Kanaren oder auf die Kanaren gehen mit Freunden und die Chance, dass das passiert, steht bei 95%, weil so ein bisschen Urlaub brauche ich auch. Das merke ich jetzt auch manchmal. Manchmal bin ich ganz schön fix und fertig, wenn ich den ganzen Tag nur rumwusele, Tiny House Videos drehe und so weiter. Und da freue ich mich und das wird im August, September, Oktober sein, je nachdem, wie es, ich sag mal, von den Kosten oder von den Angeboten am günstigsten ist. Und ja, die Chance steht bei 95%. Seven vs. Money, Staffel 2 wird es auf jeden Fall geben. Ich habe es schon ein, zwei Mal angekündigt, aber sobald ich so ein bisschen mehr Zeit habe, werden, ich sag mal, mindestens wieder 7 YouTuber oder Blogger zusammengerufen, die einfach mal ihre Expertise, ich sag mal, in Videoform ja, geben können zum Thema Geld. Ich kann ja mal die alte Staffel hier verlinken und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Habe auch schon ein paar heiße Kandidaten und auch so ein, zwei Kandidaten, wo ich sage, schreibst du mal an, die werden bestimmt nicht antworten, weil die schon so groß geworden sind, aber wenn sie antworten, dann haben wir vielleicht auch mal ein paar große YouTuber, die mit dabei sind. Dann ist ein Thema so ein bisschen Gesundheit und Cholesterin. Beim letzten Check beim Arzt, da hat er gesagt, Mensch, aber dein Cholesterin ist so hoch, dein Vitamin, was auch immer, ist so niedrig. Ja, zum Cholesterin, da achte ich jetzt so ein bisschen auf die Fettsäuren und dass ich nicht mehr über die Stränge schlage und ja, so alles, was man da an Tipps und Tricks bekommt. Und somit liegt der Fokus natürlich auf die Gesundheit und das ist im steigenden Alter, merke ich, je älter ich werde, desto mehr fokussiere ich mich auf die Gesundheit. Mal sehen, wie das ist, wenn ich 120 bin. Ja, und der 7. Punkt, den habe ich schon angeteasert, das ist eine Sache. Ich liebe es ja, Videos zu machen und dann sitze ich auf einmal hier, habe eine kleine Agenda, mache ein Video und dann stelle ich fest, oh mein Gott, das Video ist wieder 25, 30 oder teilweise 40 Minuten lang und ich möchte es einfach wieder ein bisschen knackiger machen, damit der Zuschauer, wenn er das Thumbnail sieht, Mensch, 15 oder 20 Minuten, das kann ich mir mal nebenbei reinziehen. Und wenn es dann, ich sag mal, großer Content ist, dann werde ich ihn vielleicht auch auf zwei Videos aufteilen, dass es einen Teil 1 und Teil 2 gibt, macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und das sind so meine 7, ich sag mal, Hauptziele, die mir so spontan eingefallen sind. Alle sind realistisch, alle werde ich, ich sag mal, so gut es geht durchziehen und am Ende des Jahres werde ich darüber mit dir sprechen und dann kannst du sagen, Krishan, hast du gut gemacht oder Krishan, hast du wieder verkackt. Ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, Krishan, ich hätte noch das ein oder andere Ziel, was für dich zutrifft, weil ich habe schon ein paar deiner Videos gesehen, dass die dir mit nehmen kannst in die zweite Jahreshälfte, dann gerne in den Kommentar. Und dann lass uns mal auf die nächste Slide gehen. Und die nächste Slide ist, wie ist das aktuelle Jahr bisher gelaufen? Und da haben wir wieder ein Viso 365 Snapshot. Und das ist jetzt, ich sag mal, ziemlich komplett. Die steuerliche Betrachtung ist da, glaube ich, ausgegraut. Aber du siehst im Grunde genommen, dass wenn wir jetzt, Stand jetzt, also wir haben jetzt den 28. Juni, wir haben es jetzt früh, 7.24 Uhr. Und Stand jetzt ist es wirklich so, dass ich im ersten halben Jahr mit knapp 3.000 Euro ja, Profit rausgegangen bin, also mit Gewinn, nachdem ich alle Kosten bezahlt habe. Und das Schöne ist, das erste halbe Jahr, und das siehst du bei den Lebensausgaben in der zweiten Zeile, das knallt so richtig rein, weil da habe ich 9.678 Euro Ausgaben. Und was siehst du, der Januar und der Februar, da schlackern dir die Ohren, da sind die Gebäudeversicherungen, da sind die ganzen Versicherungen. Und dann war es im März, waren wir mal im Urlaub. Also wir haben dieses Jahr, oder ich habe dieses Jahr schon, ich sag mal, sehr großzügig begonnen, bin aber am Ende, ich sag mal, zur Mitte des Jahres ca. 3.000 Euro im Plus und da freue ich mich an der Stelle und ja, so sieht auf jeden Fall die Übersicht aus. Wir gehen da, denke ich mal, in dem Monatsupdate, was als nächstes oder übernächstes Video kommt, gehen wir nochmal genauer rein, aber da hast du schon mal so eine Übersicht, wie das Ganze aussieht und wenn du jetzt, ich sag mal, wissen möchtest, wieso 365, wo hast du den Screenshot her oder wie funktioniert das Programm oder was ist das für ein Programm, ich versuche es hier oben mal zu verlinken, wenn ich noch Verlinkungsplatz habe und dann gehen wir mal auf die nächste Slide. Und bevor es losgeht, möchte ich dir wenigstens mal 3 Have-to-Videos mitgeben, weil ich habe festgestellt, wir haben ja hier schon über 400 Videos auf dem Kanal und neue Zuschauer gucken dann, ich sag mal, eine Röhre und sagen, welche soll ich denn gucken? Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Cashback-Rente, das heißt ganz einfach, du baust dir eine Cashback-Rente auf, eine Rente aus dem Nichts, wo du 225 Euro später im Monat mehr hast, verlinke ich dir gleich im Kommentar als erstes. Dann auf jeden Fall mal schauen, ob sich deine Altersvorsorge noch lohnt, weil ich habe jetzt einige Altersvorsorgen ja, kontrolliert oder überprüft, habe festgestellt, da ist nichts so richtig dabei, was effizient für denjenigen ist, der das abgeschlossen hat. Meistens kommt so das böse
Erwachen vor der Rente. Also das habe ich als zweites im Kommentar mal verlinkt oder in der Beschreibung. Und dann, ja, da bin ich so ein bisschen schockverliebt und da hatte ich jetzt sogar mal den Support getestet und bis jetzt bin ich top zufrieden. Das beste Girokonto verlinke ich dir auch mal unten. Also wenn du die drei Videos anschaust, dann weißt du erstmal, wie ich den ganzen Tag, was ich davon Quark labere und hast auch eine große Portion Mehrwert mitgenommen. So, apropos Mehrwert, jetzt geht's los. Und zwar, wie erstelle ich das Budget? Und das Budget ist aus verschiedenen Faktoren, die ich da zusammenkratze. Das habe ich damals auf Arbeit auch gelernt, dass man eben verschiedene, ich sag mal, Werte, Erfahrungen oder auch Prognosen zusammentun muss. Und das Erste, was ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel bei den Ausgaben. Da gucke ich, wie viele Ausgaben hatte ich in den letzten 6 oder 12 Monaten, zum Beispiel beim Strom oder beim Gas oder was es da alles anfällt, wie zum Beispiel auch Abfall. Und dann nehme ich einfach den Mittelwert oder die letzten Werte, um zu sehen, um hoch zu skalieren, was werde ich in den nächsten Monaten bezahlen. Ja, dann schaue ich natürlich, was sind die größeren Halbjahres- oder Jahreszahlungen, also die Gebäudeversicherung hier mit 1200 Euro, die reinknallt, habe ich dieses Jahr schon bezahlt, also im Januar oder Februar war das. Und somit habe ich die zum Beispiel jetzt in der zweiten Jahreshälfte nicht drin. Und es ist aus meiner Sicht, glaube ich, keine große Zahlung mehr drin in der zweiten Jahreshälfte, weil selbst TÜV, ASU, Haftpflichtversicherung, also alles, was ich bezahlen kann, versuche ich in der ersten Jahreshälfte loszuwerden, damit ich in der zweiten Jahreshälfte, ich sag mal, da meine Ruhe habe. Und dann schaue ich natürlich zum Beispiel bei den Dividenden, wie ist es letztes Jahr gelaufen, was zahlen die Unternehmen jetzt aktuell, habe meistens so einen kleinen Faktor, den ich dann drauf packe und damit prognostiziere ich einfach die Dividenden, die jetzt, ich sag mal, eintreffen werden. Dann gucke ich natürlich, was gibt's jetzt schon an Einnahmen. Wo weiß ich, wo kommt jetzt schon was rein? Also wenn ich zum Beispiel eine Webseite betreue und habe einmal im Jahr so eine Jahresabrechnung und die kommt dann vielleicht immer im September, dann tue ich das natürlich auch ins Budget mit rein. Und ich sag mal, und das ist eine wichtige Information, generell mache ich eine pessimistische und nicht zu überzogene Planung. Das heißt ganz einfach, wenn ich sage, Mensch, eigentlich ist es mehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, dann nehme ich immer die Basis, so dass die Planung, wenn die Planung dann zum Jahresende schon auf plus minus null läuft, sehr wahrscheinlich über null sein wird. Eine Sache, die dabei keine Betrachtung findet, sind die Jahresrückzahlungen. Also ich erwarte zum Beispiel beim Strom eine Jahresrückzahlung fürs Tiny House und so weiter. Und das bringe ich da noch nicht mit rein. Da lasse ich mich überraschen und das macht das Ergebnis meistens dann auch noch positiver. Und die Steuerzahlung, und das ist ja immer ein wichtiger Punkt, da werde ich auch öfter mal gefragt, Mensch, Krischer, du musst doch auch Steuern zahlen, wenn du ja Geld verdienst. Die werden grob geschätzt auch eingetragen. Da weiß ich ja, was erwartet mich grob für Umsatzsteuer und die Steuerrückerstattung. Ich sag mal, die nehme ich nicht mit rein, weil ich immer nicht weiß, also die Einkommenssteuerrückerstattung, weil ich immer nicht weiß, wie schlägt die günstige Prüfung zu. Und gerade jetzt mit dem Tiny-Häuschen und allem drum und dran habe ich auch eine ganze Menge an Handwerkerausgaben. Und solange ich die Steuererklärung noch nicht final gemacht habe, lasse ich das Ganze raus. Aber diese ganzen Sachen zusammengepackt und einmal durchgerührt, ergeben dann, ich sage mal, ein schönes Halbjahresbudget. Und da gehen wir mal in die Excel-Tabelle und schauen uns das Ganze an, wie es für das zweite Halbjahr ausschaut. Ja, und spätestens hier werden alle Excel-Fetischisten freudig, ich sag mal, grinsen. Und hier ist im Grunde genommen die komplette Aufstellung. Ich sage mal, auch ziemlich die Rohdaten. Das heißt ganz einfach, jetzt keine Diagramme oder Ähnliches. Und wir gehen einfach mal durch, was ich so erwarte. Und du kannst gerne mal in den Kommentar schreiben, Krischan, da sind deine Erwartungen komplett falsch oder Krischan, das ist eine gute Erwartung. Also das Feedback ist mir auch sehr wichtig, um das mal so auszudrücken, weil ganz einfach, vielleicht habe ich auch was nicht beachtet, weil ich bin ja so ein Pareto-Typ, ich klatsche das alles Pareto rein und ja, dann hoffe ich, dass das Ganze auch funktioniert. Beim Leben, die Einnahmen kommen, ich sag mal, ich kriege immer regelmäßig Geschenke, das heißt nicht, dass ich jeden Tag Geschenke bekomme, aber ich bekomme so 2-3 Mal im Jahr von meiner Tante, die helfe ich bei verschiedenen Sachen und die schenkt mir dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten großes Dankeschön dafür. Und wenn ich das so auf die Monate hochrechne, sind das 15 Euro pro Monat, also so 90 Euro an Geschenken oder an Dankeschön-Geschenken rechne ich auf jeden Fall noch. Und dann haben wir noch einen wichtigen Punkt und da bin ich noch fleißig mit dabei. Und wenn das Haus nicht verkauft wird, sage ich jetzt mal so schnell, dann ist es wirklich Tatsache, dass ich dann auch noch so viele Sachen wie möglich nachträglich versteigern werde, die ich noch nicht versteigert habe, also nur bei eBay Kleinanzeigen verkaufen werde. Und da rechne ich mit 100 Euro im Monat und am Ende des Jahres sollten so ungefähr 840 Euro Lebenseinnahmen erstmal reinkommen. Dann kommen zu einem Punkt und das ist ein ganz wichtiger Punkt und der tut immer ganz schön weh, wenn ich das in Summe sehe und zwar die Lebensausgaben. Also die Altersvorsorge, treue Zuschauer wissen das, ich habe noch so eine krächzelnde Riester-Rente, die ich mit 5 Euro bespare, die ich auch irgendwann mal, ich sag mal, killen werde, aber das sind 30 Euro bis zum Jahresende und das ist es schon an Altersvorsorge. Alle anderen Altersvorsorgen, das habe ich jetzt festgestellt, weil sich da nichts rechnet, egal was ich abgeschlossen habe, alle Altersvorsorgen, die dann übrig waren, habe ich gekündigt. Dann kommen wir auf den zweiten Punkt und das sind die Fortbewegungskosten und da
sieht es eigentlich auch ganz gut aus, weil außer, dass ich jetzt monatlich im Durchschnitt für 15 Euro mal ein Bahnticket nach Leipzig oder zwei Bahntickets brauche und circa 25 Euro für Sprit bezahle, weil so viel fahre ich hier nicht hin und her zwischen Tiny House, richtiges Haus und mal ein, zwei weitere Strecken, ich sag mal im Monat, dann sind das 25 Euro im Monat, das sind 150 Euro bis zum Jahresende und dann habe ich, ich sag mal im Oktober, November, da siehst du in grün die 80 Euro, das ist dann nochmal ein Check oder der Reifenwechsel, das habe ich immer jedes Jahr um diese Zeit. Ich werde irgendwann mal, wenn mein Auto sagt, pass auf, du brauchst neue Reifen drauf, dann wäre hier so eine Allwetter-Universal, keine Ahnung, Reifen drauf machen, so dass ich die nicht mehr wechseln muss im Jahr und dann kann ich mir diese Kosten auch sparen, weil bei dem, was ich fahre, muss ich nichts mehr machen, ja, Reifenwechsel, da ist ja die Zeit des Reifenwechselns länger als das, was ich Auto fahre. Ja, Spaß und Freizeit haben wir wie immer ein bisschen Kino und Theater, weil einmal im Monat oder zweimal im Monat gehe ich ins Kino und da rechne ich immer mit 15 Euro. Dann habe ich, ich sag mal, Reisen und Ausflüge. Das wird nicht so viel sein dieses Jahr, weil ich werde viel Zeit im Tiny House verbringen und das ist für mich auch eine Art von Reisen. Das Einzige, was wir hier sehen, und das habe ich für den September eingeschrieben, kann aber auch im Oktober oder August werden, habe ich 900 Euro eingeplant für eine Kanarenreise, wo ich vorhin gesagt habe, da geht es nochmal auf die Kanaren. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann habe ich noch bei der Freizeit so ein bisschen Video on Demand, das ist Netflix und Disney Plus und das Ganze aber auch geteilt mit ein, zwei Leuten und da rechne ich maximal, meistens ist es sogar ein bisschen weniger, mit 24 Euro pro Monat. Ja, bei der Kleidung, da bin ich super frugal und zwar 12,50 Euro pro Monat kann ich mir da gönnen, das ist der Durchschnitt und ich habe dann in dem Monat, wo ich verreise, weil das habe ich festgestellt und vielleicht geht ihr das auch so, kannst ja gerne mal einen Kommentar schreiben, und zwar in dem Monat, wo ich verreise, habe ich ganz einfach ja mal 50 Euro geplant, weil meistens braucht man dann eine neue Badehose, ein neues T-Shirt oder keine Ahnung, einen Schwimmreifen und das hole ich mir dann immer, bevor ich verreise und somit kommen wir da auf Kleidung und Schuhe bis zum Jahresende auf etwas über 100 Euro und das reicht auch. Kommunikationskosten, da siehst du, hat sich ein bisschen was im September, Oktober ändert sich was und zwar, wenn ich ins Tiny House rüberziehe, habe ich erstmal, ich sag mal, zwei Monate weniger Kommunikationskosten, also Internetkosten und dann bleibe ich bei 40 Euro und die 40 Euro Kosten, die habe ich so lange, bis dann das Glasfaser kommt und ich glaube, dann bin ich sogar ein bisschen preiswerter. Beim Smartphone zahle ich jeden Monat 22,98 Euro, aber sagen, Kuscher, Mensch, das ist eine ganze Menge, aber im Grunde genommen ist in dem Smartphone-Tarif ja, noch ein Napster-Tarif mit drin, also so 10, 12 Euro Musik, Flatrate und dann bleibt für den Handyvertrag 10 Euro pro Monat über und das ist voll in Ordnung und ich kann irgendwie nicht ohne Musik. Also ich bin so ein Musikmensch und ich bin froh, dass das so in dem Knieschnädel mit drin ist und das Schöne ist, ich bin bei O2 und wenn ich dann den Glasfaseranschluss in Zukunft kriege, weil ich schon bei O2 bin, spare ich dann auch 5 Euro pro Monat und dann habe ich eigentlich, wenn ich es mir ein bisschen schön rechne, einen Handytarif von um die 5 bis 6 Euro und das ist ja voll in Ordnung. Nahrungsmittel und Getränke, ich bin so eine kleine Fressraube, gebe ich ehrlich zu. Da landen wir bei 280 Euro im Monat und das sind ca. 80 Euro Essen auf Rädern. Das habe ich mir jetzt angewöhnt und das zeige ich dir auch in dem Video, wo es ums Essen geht, was esse ich den ganzen Tag. Dass ich, ich sag mal, so ungefähr 16 bis 20 Mal mir Essen auf Rädern bestelle. Das sind immer schöne Sachen. Die werden zum Mittag geliefert und gerade wenn ich nicht so viel Zeit habe, kann ich die schnabulieren. Und dann habe ich so 40 bis 50 Euro pro Woche Nahrungsmittel. Und da kam von einem Zuschauer neulich mal der Kommentar, Mensch, das ist doch ja nicht frugal. Aber zu sehr bei der Nahrung sparen möchte ich jetzt auch nicht. Weil wenn ich eine Leidenschaft habe oder ein Laster, dann ist es, ich sag mal, ein Sechstonner. Und das heißt ganz einfach, ich esse sehr gerne und mache mir auch gerne was zurecht. Und ja, da mit 280 Euro pro Monat, das schaffe ich immer dicke. Restaurantbesuche kommen noch mit dazu, da rechne ich 25 pro Monat, außer im Dezember, da geht es halt zweimal, da haben wir immer noch eine Weihnachtsfeier vom Team und so, das sind dann 50 Euro pro Monat und allein Nahrungsmittel und Getränke, und da muss ich mir den Kopf fassen, sind 1855 Euro, also ich bin schon ganz schön verfressen, um das mal so zu sagen, aber das ist mir auch wichtig. Sonstige Ausgaben, das habe ich erstmal so gut gefüllt, wie ich konnte und da haben wir, ich sag mal, so ein bisschen Geschenke und Spenden, weil ich werde immer ein bisschen was schenken, spenden und wenn es mal nur das Unterstützen eines YouTubers ist über einen PayPal-Button oder so, mache ich sehr gerne und zu Weihnachten habe ich 100 Euro. Ich habe mir immer vorgenommen, trotzdem, dass ich viele Freunde habe oder Bekannte und Verwandte, dass ich nicht zu viel Geld in Weihnachtsgeschenke ausgebe und dass ich lieber dann für die Leute im Jahr, übers Jahr da bin und denen, ich sag mal, auch sowas Gutes tue oder vielleicht kleine Gutscheine. Und meistens verschenke ich so Events, so Einladungen zu einer Einweihungsparty oder so und das kommt auch ganz gut. Ja, und die sonstigen Ausgaben sind mit 289 Euro recht passiv oder pessimistisch geplant. Das wird wahrscheinlich noch an der einen oder anderen Stelle mehr werden. Dann kommen wir zu den Wohnkosten und dann sind wir bei den ganzen Kostenblock auch schon durch und hier siehst du erstmal in dem Bereich, das ist sozusagen das alte Häuschen, was ich da bezahle und alles, was drunter ist, ist das neue Häuschen. Beim alten Häuschen habe ich schon so ein bisschen, das ist der rote Bereich, einberechnet. Wenn ich dann rüberziehe, dann muss ich hier die Kosten nicht mehr allein tragen, dann geht es über die Erbgemeinschaft und das senkt natürlich die Kosten nach hinten hin. Dann bleiben für mich am Ende des Monats, wenn ich es ganz hoch rechne, eine
nicht mehr mehrere hundert Euro, sondern so um die 100 bis 150 Euro über. Und das ist schon mal eine starke Entlastung. Und im Grunde genommen zahle ich, das siehst du ja weiter rechts, auf der rechten Seite, circa noch 900 Euro für das alte Haus, solange wie ich noch drinne lebe. Also das ist schon mal deutlich weniger, als ich sonst alleine gezahlt hätte. Und für das neue Häuschen, fürs Tiny Häuschen, zahle ich 704 Euro. Wobei ich dazu sagen muss, mit bei den 704 Euro ist natürlich mit 79 Euro pro Monat ganz schön viel Strom schon drin, den ich auch nicht verbraucht habe. Also das ist ein Punkt, wo ich eine Rückzahlung erwarte. Und das Schöne ist dann an der Stelle, dadurch, dass ich am alten Haus oder für das alte Haus nicht mehr so viel zahlen muss, ist es schon mal eine Kostenentspannung, um das mal so auszudrücken. Ja, jetzt sind wir durch die Einnahmen und Ausgaben gegangen. Gehen wir mal noch schnell durch die Immobilieneinnahmen. Bei den Immobilieneinnahmen habe ich halt die Mieten, die ich jeden Monat kriege. Plus hier in dieser Zeile gibt es dann nochmal Pacht von Acker. Das ist ein Acker, der gehört nur mir, der wird auch nicht verkauft. Und am Ende des Jahres habe ich ca. 3.300 Euro eingenommen für das zweite Halbjahr. Da kommen dann natürlich noch ein paar Kosten dagegen. Das ist das Hausgeld, was ich jeden Monat abdrücke, sage ich jetzt mal. Dann rechne ich immer 50 Euro mit Renovierung. Die wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber so 50 Euro im Kopf rechne ich immer damit. Und dann habe ich noch ab und zu mal für dieses Häuschen hier und für das andere Häuschen noch ein bisschen Grundsteuer. Also von den 3.300 Euro können wir die Hälfte abziehen und der Rest bleibt über. Wird dann, wenn ich hier rausgezogen bin aus dem großen Haus, auch deutlich preiswerter, weil sowas wie Grundsteuer und so fällt dann auch nicht mehr an. Ja, bei Investitionen machen wir es ganz einfach. Da haben wir die Dividende. Dividende rechne ich, wenn ich es hochskaliert habe, so mit 2.312 Euro. Das ist pessimistisch gerechnet. Mal sehen, ob ich 2.500 Euro zusammenkriege. Eine Sache, die immer ganz wichtig ist, ist dann, wenn die günstige Prüfung stattfindet, kriege ich ja immer noch am Ende des Jahres was zurück. Bin ich gespannt. Bei Krypto und Heiris kriege ich bei Aux Money jeden Monat immer noch ein bisschen was zurück von dem, was ich vor vielen, vielen Jahren investiert habe. Das sind ungefähr 20 Euro und Zinseinnahmen sollten sich bei 75 Euro im Monat bewegen und somit habe ich, ich sag mal, die passiven Einnahmen, wo ich nichts mehr machen muss, ungefähr bei 3.000, also bei 2.882 Euro und das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, und dann gehen wir mal zu den selbstständigen Einnahmen und da gehen wir mal ganz fix durch. Hier ein großes Dankeschön an jeden, der hier immer mal zuschaut. Also mittlerweile ist es so, dass ich bei YouTube um die 100 bis 110 Euro jeden Monat kriege. Im November oder Dezember werden es sogar 150 sein, weil bei den Cyberweeks und vor Weihnachten gibt es dann immer ein bisschen mehr. Und es kann durchaus passieren, dass ich am Ende des Jahres für das zweite Halbjahr noch 700 Euro einnehme. Das ist jetzt, wenn ich den Stundenlohn runterrechne pro Video, immer noch weit unter Mindestlohn. Aber ich freue mich, dass da nebenbei mit einem Hobby was Spaß macht, wo ich dir auch mal was mitgeben kann, dass da ein paar Euro hinkommen. Macht mich total glücklich. Ja, Affiliate-Einnahmen rechne ich pessimistisch mit 100 Euro im Monat. Das schwankt sehr, aber so ungefähr 100 Euro sollten drin sein. Bezahltes Texten, wird wahrscheinlich noch ein- oder zweimal ein Text geschrieben. Macht dann ca. 120 Euro am Ende des Jahres. Bücher und T-Shirts mache ich mit 270 Euro. Da habe ich immer so ungefähr 30 bis 35 Euro mit dem Buch und dann noch so um die 10 Euro mit T-Shirts. T-Shirts war da das, glaube ich, das letzte Video. Kannst du mal schauen, wie das Ganze funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann. Und bei Coachings ist es ganz einfach so, da rechne ich noch mit 1150 Euro. Also ich habe jetzt noch, ich sag mal, ein paar Coachings geplant über den Sommer. Und wenn ich noch das ein oder andere Coaching im Herbst oder Winter annehme, je nachdem wie die Zeit ist, sollte ich diesen Wert einfahren und da bin ich auch sehr zufrieden. Unterstützende Arbeiten habe ich ein bisschen runtergenommen, wird 100 Euro pro Monat sein, also 600 Euro am Ende des Jahres. Und dann kommen noch die Zahlungen von der VG Wort, da rechne ich ungefähr mit 600 Euro. Diese ist es nicht ganz so hoch. Da sollte im September, Oktober sein, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich noch eine Webseite, wo ich eine Jahresrechnung schreiben kann, die ich immer nebenbei ein bisschen pflege und update, sind um die 406 Euro. Und somit kommen wir bei den selbstständigen Arbeiten oder selbstständige Einnahmen auf 4.500 Euro, was auch schön ist. Und da haben wir noch da entgegenstehend ca. 293 Euro Ausgaben, also 300 Euro Ausgaben. Und was noch dazu kommt, ist die Krankenkasse. Das sind noch 703 Euro, die ich für die Krankenrenten- und Pflegeversicherung bezahle. Dann kann es nochmal sein, dass ich eine neue Einnahmemeldung im zweiten Halbjahreshälfte zur Künstlersozialkasse schicke. Und dass dieser Betrag angepasst wird, der wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Bei den Steuern rechne ich ganz grob, ich sag mal, mit 2.000 Euro, die ich Umsatzsteuer zurückzahlen muss, also wo ich dann quasi schon eine Mehrwertsteuer bekommen habe, also die ich zurückzahlen muss, das wird sich jetzt bei der Steuererklärung ergeben. Und was dann bei der Einkommensteuererklärung rauskommt, das habe ich jetzt gar nicht eingeplant, weil da habe ich auch noch gar kein Verhältnis. Ich habe das Gefühl, dass ich da was rauskriege oder plus minus null rausgehe. Und ja, das werden wir dann an der Stelle sehen. Dann scrollen wir einfach mal runter und da sehen wir nochmal so eine komplette Übersicht, das nochmal in schönen Zahlen, Daten und Fakten. Und was ich sehr interessant finde, ist so diese summierte Sache. Summiert heißt ganz einfach, ich werde im nächsten Monat sehr wahrscheinlich mit Minus rausgehen durch die Steuergeschichte. Das kann sie auch einen anderen Monat verschieben, aber wenn ich dann die anderen Monate wieder drauf rechne, dann bin ich irgendwann und zwar im Oktober auf summierter Weise, ich sag mal, im Plus und am Ende des Jahres mit der jetzigen Betrachtung sollten 1189 Euro übrig sein, wenn die Steuer genauso zuschlägt wie berechnet. Und was ich richtig gut finde, ist der Oktober und zwar im Oktober, wenn da alles so eintritt, wie ich das geplant habe, das siehst du hier, da steht ja schon ein Jahr, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass die passiven Einnahmen ausreichen,
um mein komplettes Leben zu bezahlen. Das heißt, wenn ich in dem Monat nichts Aktives machen würde, könnte ich da das erste Mal, ich sag mal, finanziell frei leben. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und da sind noch nicht so Sachen drin, wie wenn das Haus verkauft wurde und der Erlös in ja, Dividendenaktien oder Zinsprodukte gesteckt wurde. Und hier siehst du ganz einfach, was passiert, wenn ich den Acker verkaufe und das Ganze in Dividendenaktien anlege. Dann rechne ich so mit 956 Euro. Sollte sich das Haus verkaufen, rechne ich auch nochmal um die 900 Euro mehr. Und die Kosten, die ich vom Hausverkauf spare, sind bei 750 Euro bis zum Ende des Jahres. Und wenn das alles verkauft wird und alles so läuft wie geplant, dann ist das sogar, ich sag mal, ein Plus insgesamt von 2.561 Euro. Das heißt ganz einfach, dass ich das noch on top machen kann. Und wenn alles perfekt läuft, also das, was ich, ich sag mal, als Plus rauskriege, plus alles verkauft und so, dann bin ich bei 3.750 Euro im Plus. Also es ist jetzt sehr positiv gerechnet. Plus das erste Halbjahr sind 2.900 Euro. Und dann beende ich das komplette Jahr mit ca. 6.500 Euro im Plus. Und das wäre mein optimales Ergebnis. Wird wahrscheinlich sehr anspruchsvoll, das zu erreichen. Aber das ist halt der Punkt, weshalb ich das gerne mache. Ich rechne mir das Ganze schon mal durch. Und selbst wenn jetzt irgendwas kommt, was dazwischen kommt, was mir ein Tausender mehr kostet oder wo ich noch Kosten habe, da weiß ich, Mensch, das kann ich auf jeden Fall covern. Und bei einer pessimistischen Betrachtung bin ich ganz sicher, dass das Ganze, ich sag mal, jedenfalls bis zu dem Wert hier, den wir hier ausklamüsert haben, doch um einiges besser verläuft. Ja, und dann gehen wir nochmal kurz zurück an meinen Bildschirm und ich möchte nur mal eine kurze Endbetrachtung mitgeben, also mich versuchen kurz zu halten. Und zwar, jetzt sind 2,5 Jahre der frugalen finanziellen Freiheit rum und ich bin sehr zufrieden. Ob es jetzt wirklich frugal ist mit den hohen Kosten und mit den hohen Fressereikosten und so, ja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es eine frugale Lebensweise, eine minimale Lebensweise und ich bin gespannt im Tiny-Häuschen, da wird es um einiges noch einfacher sein. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist und wo ich jetzt, ich sag mal, geerdeter bin, ist, nach der Kündigung hatte ich nicht wirklich eine Ahnung, ob ich das psychisch, ja auch, das ist immer ein schweres Wort, überstehe, weil du hast ja einen gewohnten Tagesablauf, du siehst deine Kollegen, du hast immer Kontakte und so weiter. Wenn du kündigst, bist du ja komplett raus aus diesem Circle und ich muss jetzt echt sagen, das hat sich zu, ich sag mal, es hat sich so entwickelt, wie ich es gar nicht gedacht hatte. Ich setze zum Beispiel, ich nenne das immer sehr gerne, einen Ketteneffekt ein. Also Ketteneffekt ist, ich habe hier mit YouTube angefangen, dann habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, 3000 Abonnenten erreicht, dann habe ich ein Gewinnspiel gemacht, da hat jemand gewonnen aus dem Nachbardorf, der ist zum guten Kumpel geworden und da bin ich jetzt noch ein paar Mal eingeladen worden zum Fresschen, also bei seiner Mutti und so. Und das sind so Sachen, die passieren ganz einfach, wenn man sein Leben ändert, passieren auch andere Sachen und diese Angst, dass ich da psychisch oder vereinsame, die ich am Anfang wirklich so ein bisschen hatte, kann ich komplett vergessen. Im Gegenteil, jetzt habe ich immer so viel Kontakt, virtuellen und echten Kontakt mit Leuten, auch durch den YouTube-Kanal, das ist schon manchmal ganz schön viel, aber die Angst kann ich zur Seite tun. Ja, es ist immer noch ein bisschen Bauchkribbeln, die frugale finanzielle Freiheit, das heißt ganz einfach, es gibt viele volatile Monate, wo ich manchmal Minus, manchmal ein Plus bin. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, habe mich aber daran gewöhnt. Und was ich noch nicht so gut finde, bin ich ganz ehrlich, ist im Grunde genommen, dass die selbstständigen Einnahmen, also da, wo ich noch aktiv was dazu tue, auch wenn ich sehr gerne mache, noch viel ausmachen. Und ohne diesen kompletten selbstständigen Einnahmen hätte ich dann, ich sag mal, einen gewissen Kapitalverzehr über die Zeit. Und das möchte ich vermeiden. Also wie wir jetzt im Oktober gesehen haben, sollen sich die Monate ja irgendwann mal komplett selbst tragen. Und in diesem Zusammenhang ist halt das Ziel für das kommende Jahr, dass Dividende, Zinsen, Pacht und YouTube, das gehört so ein bisschen als Hobby dazu, dass das quasi alles bezahlt und alles, was dann dazu kommt an zusätzlichen Coachings, verkaufte Bücher oder was auch immer, dass das ein Add-on ist und vielleicht dann das Geld ist, was dann am Jahresende übrig bleibt. Insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden und ich habe festgestellt, dass diese aktuelle Lebensart, also nach der Kündigung einfach mal frei das zu tun, was man möchte, auch wenn es mit ein bisschen Bauchkribbeln ist, ist unbezahlbar und ich hätte jetzt wahrscheinlich als Angestellter sogar ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Cash in der Tasche am Monatsende, aber ich wäre natürlich auch mindestens, ich sag mal, 160, 180 Stunden immer, ich sag mal, doch in angestellter Form unterwegs und ich weiß nicht, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist, wenn ich im Tiny House wohne und es mir ein bisschen langweilig wird, dass ich irgendeine kleine Stelle oder was Kleines noch zusätzlich annehme, damit es mir nicht zu langweilig wird und ich nicht durchdrehe, aber im Großen und Ganzen ist diese Lebensart unbezahlbar. Und da passt das dazu, was ich in einem der letzten Videos gesagt habe, und zwar, es geht einfach darum, jeden Tag zu genießen und die unbezahlbaren Dinge auch zu sehen, weil manchmal sind so die kleinen Sachen, die einen zufrieden machen und nicht so dieses, ich sag mal, dieses große, teure Auto oder was auch immer, im Endeffekt macht dich das nicht so zufrieden wie manch anderes und da bin ich so ein bisschen dran und das Ganze, dieses Konstrukt der frugalen finanziellen Freiheit gefällt mir sehr gut, auch wenn es immer eine spannende Sache ist und ich finde es immer sehr gut, dass du mich dabei so ein bisschen verfolgst, sage ich jetzt mal an der Stelle und freue mich immer über das ganze Feedback, also wenn du jetzt noch Feedback hast und sagst, Mensch, Kuschan,
Da möchte ich noch was dazu sagen. Gerne einen Kommentar. Und dann würde ich mich gar nicht so lange halten, weil wenn ich jetzt auf den Timer gucke, dann kriege ich schon wieder die großen Augen. Und da hat es wahrscheinlich nicht geklappt mit einem 15-Minuten-Video. Aber das nächste oder übernächste Video wird auf jeden Fall kürzer. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ja, und heute zum Schluss habe ich nur noch was ganz Kurzes mitgebracht. Und zwar, wir hatten ja eine Wanderung geplant, ich glaube um den 14. Juli. Und die wird sich nochmal verschieben. Wir kamen privater Termin dazwischen. Das heißt ganz einfach, ein Termin, den ich nicht absagen kann und auch nicht absagen will. Und jetzt haben sich jetzt schon einige angemeldet, also Grüße gehen raus an Christian, Micha, Michael und Co., sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wer sich noch angemeldet hat. Also wir wären so eine Gruppe von 5-6 Leuten schon gewesen und es wird sehr wahrscheinlich dann, wenn der Sommer so ein bisschen vorbei ist, wenn ich dann vielleicht auch im Tiny House bin, geplantes Ende August oder Anfang September, dass wir da die Wanderung nachholen. Also ich merke schon mal die Anmeldungen, die kommen wollten, sage ich jetzt mal, und freue mich auch auf die Wanderung, aber ich muss sie leider an der Stelle verschieben und ja, was, wie sagt man so schön, aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Naja, Angsthase, Pfeffernase. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.